Hi, servus Leute, das wird ein Video von Isa69. Der wollte eine VA haben mit dem Thema Chinamesser. Und ja, ein paar habe ich. Ich werde euch die zeigen und werde wissen, was dazu sagen, wenn ich was zu den Messern sagen kann oder was sagen will. Es gibt auch einige, da sage ich nicht viel dazu. Das lasse ich dann mal, wie man sagt, offen im Raum stehen, aber. Ja, fangen wir mal an. Ich weiß, der Isa69 wollte eigentlich Fowler sehen, aber ein Messer habe ich. Das ist halt ein feststehendes. Das ist, ja, hier dieses Fan-Messer aus dem Horrorspiel Resident Evil 4 von diesem Jack Krauser. Weiß nicht, ob es das woanders auch, aber das wird in China hergestellt. Ist ein richtig schönes großes Dom. Ich hoffe, ich kann es so einfangen. Ja, da haben wir aus Klingenstahl den ATS 34. Ist sehr schnitthaltig mit so einer Art Gummigriff und ja, diesen Markierungen. Finde ich cool, weiß auch nicht, ob er das gelten lässt, so ein Messer, aber ich wollte es jetzt einfach nur mal so zeigen. Leg mal so hin. Naja, einigermaßen sehen kann man es noch dann. Ja. Habe ich hier zwei Messer von der Firma Sanyo Moon. Einmal das Modell 7112. CUC, RUC durch LM und das Modell 40795. Ja, magst jetzt nicht. Machen wir nochmal. Ich mag der Zoom gerade nicht. 40979 SUX durch FHK. Zu den beiden Messer kann ich nicht so viel sagen. Die habe ich vom Messertausch mit dem Kanal Marco. Da habe ich ein Messer getauscht mit ihm. Damals mein Kershaw Florange gegen ein Ruige. Was ja eins das war, weiß ich leider nicht mehr. Und da hat er mir als Bonus die beiden dazugegeben. Das kleine habe ich meistens an meinem Schlüsselbund und das andere habe ich halt so in meinem Rucksack mal so als Brotzeitmesser oder ab und zu für die Arbeit nehme ich das auch her. Sind zwei echt coole Messer, finde ich. Gefallen mir richtig. So. Dann, was machen wir dann? Ja, einmal mal das Messer mal. Da weiß ich auch nicht hundertprozentig, ob das ein reines China-Messer ist von der Firma Z-Hunter. Also draufstehen tut Made in China. Dann hier so Aluminium-Griffschalen. Hier so ein Muster soll so wie so Grazer sein. Hier auf der Klinge dieses Biohazard-Zeichen und grüne Blutflecken, warum sie es grün gemacht haben, weiß ich leider nicht. Und hier hinten ZB-040 Stain Stainless. Das Messer hat den 440er Stahl. Custom Design, made in China. Habe ich nicht sehr oft dabei. Das habe ich mir so einfach mal gekauft, weil es mir damals irgendwie gefallen hat. Nur auf den Bildern war das ein bisschen anders. Da waren diese Blutflecken rot gewesen und nicht grün. Aber ich habe es halt behalten, weil Sammler, Messer und in der Vitrine tut es nicht wirklich viel. So, muss ich mal ein bisschen alles leicht nach oben schieben. Ja, das Große tue ich jetzt mal weg, weil das nimmt mir leider zu viel Platz weg. So. Dann, zu welchen kommen wir jetzt? Ja. Halt ein, hier so ein Klassiker, Real Steel H6. Ich glaube, dazu brauche ich nicht wirklich viel sagen. Habe ich halt von meiner Freundin wieder geschenkt gekriegt, weil ich hatte eine andere Edition gehabt
hier mit dieser Schleifkerbe, das habe ich in Tuesday 09 verkauft, weil er mal eins gesucht hat. Und ja, meine Freundin hat mir das dann geschenkt und das andere auch. Das habe ich auch von meiner Freundin dann gekriegt. Das ist das Real Steel Tor in der Special Edition mit gegrooften Griffschalen. Das hatte ich auch als normale Version gehabt. Das habe ich aber dann verkauft, nachdem ich das geschenkt bekommen habe. Und ja, brauche ich hier, glaube ich, auch nicht viel dazu sagen. So, jetzt kommen zwei Messer. Die werde ich kurz zeigen, werde nur kurz was sagen. Und das war's dann mit denen, weil... Und zu den Messern möchte ich dann bitte auch nichts in den Kommentaren hören. Vor ungefähr 3 Monaten war meine Freundin mal auf dem Flohmarkt gewesen und dachte sich, ja, macht sie mir eine Freude und bringt mir 2 Taschenmesser mit. Sind leider Fakes. Einmal hier, rein aus China, von Fox. Sieht man ja, es ist, der Klingenstahl ist nicht gemarkt und der... Es steht nicht auf Made in Italy oder irgendwas. Das ist rein aus China. Eins. Sauer konnte ich nicht sein, weil sie kennt sich leider nicht aus mit Messer. Habe sie aber auch gesagt. Und sie hat sich halt leider geärgert, dass sie mir jetzt 2 Fake-Messer mitgebracht hat. Und das zweite... wäre hier dieses Messer... erkennt man sofort, dass es ein Fake ist, weil Strider nie so eine Form hat oder überhaupt. Sind halt die 2 Messer, die sie mir vom Flohmarkt mitgebracht hat. Die waren auch nicht wirklich teuer und ja, wollte ich jetzt nochmal so zeigen. Mehr sage ich nicht dazu. Ich weiß auch nicht, welche Klingenstahl die Messer haben oder überhaupt und der. Ja. Weil es halt ein Geschenk war, habe ich die Messer noch nicht weggetan. Sonst hätte ich die wahrscheinlich beide entsorgt, wenn mir das so in dem Sinn passiert wäre. So. Die tue ich gleich zur Seite. Die will ich jetzt auch gar nicht mehr so im Bild haben. Schon gesagt, bei dem weiß ich nicht, ob das wirklich ein reines China-Messer ist oder ob das nur in China produziert wird und in den USA. Design ist, ja, muss man mal irgendwie schauen, so, wo kann man jetzt dazu, ja, hier nochmal so ein, das wäre das Venom von Kevin John, da bin ich selber darauf eingefallen damals, das ist leider auch ein Fake, das Original sieht fast genauso aus, nur der Klingenstahl wäre, ist statt der, ja, ja, kann ich es hier besser anfangen? Na. Statt der S35VN müsste normalerweise bei dem Messer der M390 Stahl sein. Dann hier auf den Pocket Clip müsste so ein kleines Leuchtding sein, was halt im Dunkeln nachleuchtet. Und hier vorne bei dem Pin müsste genau dasselbe sein. Aber sonst bin ich mit dem Messer eigentlich sehr zufrieden. Läuft auf Kugellagern, also das läuft wirklich sehr gut. Klingenstand sehr gut ist. Deswegen habe ich es behalten, weil für das habe ich auch einiges an Geld gezahlt. Also das ist nicht so... günstiges China-Messer gewesen, da habe ich auch über 100 Euro abdrücken müssen für das und habe halt zu spät irgendwann erst gemerkt, dass das ein Fake ist. Aber so bin ich ja sehr zufrieden mit dem Messer und ja, dann kommen wir zu dem. Das ist auch ein reines China-Messer, nennt sich Magic Knife. Ob das eine Designanlehnung an irgendein anderes Messer ist, weiß ich leider auch nicht. Dann habe ich hier den mit D2 Stahl, läuft auch auf Kugellagern. Also das ist schon
sehr guillotinmäßig. Die Klinge fällt da wirklich. Griffschalen aus Titan. Fühlt sich wirklich sehr gut an. Das Messer hat eine gute Verarbeitung. Das Einzige, was bei dem Messer war, wenn ich es jetzt wieder einfangen kann für euch, wie das Messer geliefert wurde, diese Schraube am Pocket Clip, die war schon total ausgeleiert gewesen. Also den Pocket Clip kann ich nicht entfernen und habe auch schon versucht, mit mehreren Imbusschlüsseln und verschiedene die Schraube zu lösen, habe ich keine Chance. Ja. So. Und weil wir ja da sind, jetzt kommt ein Klon. Ja, auch in China produziert. Das Original ist von dem, der ist HTM AXD 5.0, das Expendable Messer. Das habe ich mir nur gekauft, weil das Original von HTM nicht mehr hergestellt wird und leider auch nirgends mehr zu beziehen. Dann mir aus Klingenstahl den 9CR18 OMV und auch Titangriffe ist auch super verarbeitet dafür, dass es aus China kommt. Ist auch eine Guillotine, die Klinge fällt. Und was mir an, ja, an den beiden Messern eigentlich wirklich sehr gut gefallen tut, die Messer sind nicht gemarkt. Also hier bei dem haben wir ja nur D2 stehen, sonst gar nichts. Und bei dem Messer haben wir gar nichts. Also es ist kein Schriftzug, gar nichts auf dem Messer zu lesen. Das finde ich halt gut, wenn ein Klon sein sollte, dass kein Schriftzüge oder irgendwas drauf ist. Ja, und ja, jetzt kommen wir schon zum letzten Messer. Hier von der Firma Kaiser, das Lumina mit Titangriffschalen, mit so Flammen reingemacht, hinten in so Purple-Farben, also lila. Ich weiß, sieht jetzt wieder sehr rosa aus, ist jetzt auch egal. Und hier haben wir den S35 VN-Stahl. Läuft auch auf Kugellagern. Ist echt ein Top-Messer. Auch noch nie benutzt. Stand bis jetzt nur in der Vitrine von mir. Pocket Clip hat eine gute Spannung. Bei dem ist halt, ich habe ein bisschen größere Hände. Mich stört hier diese, dass der Pocket Clip ein bisschen hochgebogen ist. Weil wenn ich so eine Hand habe, das drückt mir hier direkt in die Hand rein und tut nach der Zeit weh. Ja, aber sonst finde ich das Messer echt top. Und ja, das Messer würde sogar zum Verkauf stehen. Wer Interesse an dem hat, kann sich ja mal melden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Und ciao!